Somit frage ich dich hier und jetzt, liebe Fiona, möchtest du mit mir wählen gehen? Ja, auf jeden Fall! Mit diesen auffälligen Ringen will man ins Gespräch kommen. Und mit Aktionen wie solche romantischen öffentlichen Wahlanträge stoßen sie in den letzten Wochen auf große Resonanz. Die Gruppe Kleiner 5SH hat sich in Flensburg gegründet und möchte mit verschiedenen Aktionen verhindern, dass die AfD am Sonntag in den Landtag einzieht. Wir haben uns getroffen Anfang des Jahres 2017 und standen alle so ein bisschen unter dem Eindruck der politischen Ereignisse des Vorjahres. Das waren für uns vor allen Dingen der Brexit, die Trump-Wahl, aber auch Wahlergebnisse einer rechtspopulistischen Partei von 25% in Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, da war für uns der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, einfach abwarten, wie es weitergeht, und zugucken, ohne aktiv zu werden, geht nicht. Wir müssen uns auf den Weg machen irgendwie. Für ihr Ziel setzen Kleiner 5SH vor allem auf die Stimmen junger Wähler. Weil man einfach in letzter Zeit immer wieder in den Medien gehört hat, dass irgendwie diese rechten Parteien in allen Ländern und irgendwie allen Kreisen so die Überhand übernommen haben oder immer mehr Zuspruch bekommen haben. Und das schockiert einen irgendwie und man hat das Gefühl, man muss endlich mal irgendwie irgendwas machen. Ich unterstütze Kleiner 5SH, weil es einfach eine super gute Idee ist, so den Rechtspopulismus einzugrenzen. Und ich glaube, durch die Aktionen, die wir geplant haben, können wir auch viel erreichen und die machen auch sehr viel Spaß. Die AfD sieht die Aktion von Kleiner 5 allerdings eher entspannt und träumt am Wahltag von 7-8%. Ja, wichtig nicht nur für uns, sondern ich denke auch fürs ganze Land ist es, dass wir die 5% heute schaffen, weil wir eine Alternative bieten, eine Alternative darstellen zu den anderen Parteien. Bei vielen Podiumsdiskussionen hat man festgestellt, dass diese sich in den Armen liegen, die gleichen Punkte vertreten und wir sagen halt auch mal was anderes und haben andere Ideen für unser Land. Das typische Thema ist, was die AfD auch belegt, das ist einfach die Flüchtlingssituation zurzeit, die auch einfach junge Leute interessiert. Das ist ein großes Thema, was Leute auch am eigenen Leib spüren, sag ich mal, und merken. Und das ist ein Punkt, wo sie einfach sagen, Mensch, da müssen wir mal irgendwas machen und da ist die AfD jetzt einmal da. Viele kleinere Themenbereiche, Arbeit, Infrastruktur etc., dafür interessieren sich junge Leute nicht so sehr. Ich glaube, wir feiern ganz, ganz doll, wenn wir unser Ziel erreichen, aber wir lassen auch den Kopf nicht hängen, wenn wir es nicht erreichen, sondern wir werden weitermachen wie bisher und für unsere Ideale, unsere Werte einstehen. Nach den jüngsten Umfrageergebnissen liegt die AfD bei 6% und würde somit das erste Mal in den Schleswig-Holsteinischen Landtag einziehen. Am Sonntag wird es dann für alle Parteien spannend. Wer auch immer am Ende davon profitieren mag, zur Landtagswahl am 7. Mai rechnet man diesmal mit einer spürbar höheren Wahlbeteiligung.